Anfall im Wasser und fängt das dann in einen Behälter. Ihr seht hier, ist nämlich, das ist das Wasser, was aus eurer Wäsche heraus nämlich den Kondensator aufhört. So, hier, das Ding. Steine auch kaputt und werden, oh, habt ihr gerade gehört, da fiel ein ganz kleiner Programm. Dann nämlich losballern. So. Achte darauf, dass die Wäschetrommel eine Hand nach oben frei ist, damit die... Aber hier haben wir es. Ihr seht, wie eingerastet ist. Jetzt geht es darum, Krieg, Weich, Mittel und Hart. Das könnt ihr bei euren Stadtwerken. Aber wir schaffen es. Ich kipp mal von vorne. Und Baumwollanteil dabei. Das heißt, wir gehen auf die Baumwollseite. Hier, nach rechts ist zu, nach links ist auf. Also hier ist zu, nach links auf. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Service auch noch komplett schrubben. Kein Problem. Auch wenn da unten was reinläuft. Einfach nach oben ziehen. Das ist nämlich. Jetzt haben wir zwei Versionen frei. Die erste ist einfach. So, wenn ihr dann euch durchgewischt habt, ja, könnt ihr wissen, hier drauf drücken und dann kommt es raus. Aber ist nicht tragisch. Das klappt schon. Das wird schon gut. Nämlich gleich in diesen Ring hier. Und werden diesen Stopfen abziehen. So, herausholen. Gerettet. So, dann sage ich, das haben wir doch gut hin. Die typische Phase, die gar nicht trocknbar sind. Es gibt uns zwei. Erst im Saunagang sollte man eine Dusche nehmen. Also, Kelle hoch. Ich mache das mal jetzt nach vorne, damit man es besser sieht. Also, hier unten ist die Luftfeuchtigkeit, die sollte man hier im Grün bereiten. Eine Anhörschaft hinten, das habe ich hier mit zwei Stabilität zwischen Perle und Fuß hergestellt. Ihr merkt auch, die kleinen Schrauben passen nicht in den Fußsock, oder wie rum wir ihn einbauen. Also hier habt ihr drei. Erste Schraube festziehen. Und jetzt haben wir hier die mit einer kleinen hier. Die passen nicht. Ui, ui, ui. Und jetzt muss ich hier einfach nur reinschieben. Gut, gut. Dann ist der Metall für den Innenkern. So, wo kommt der rein? Hier auf der linken Seite vorne eine Festplatte oder ein USB-Stick ansetzen. Hier kommt bei das Kabel oder den Receiver oder den Recorder. Und nun fangen wir an. Wir haben jetzt allererstes, er kommt nach oben, dann steckt ihr das dort hinein. So. Kabelanschluss Router. Danach wieder geöffnet und damit leuchtet unser Zimmer. Aber wir können bis 90 Grad hochgehen. Ne? Aber das heißt auch da drinnen. Okay, jetzt piept das Ding da rum. Ich würde jetzt sagen, ist mir ein bisschen zu wenig Hitze gewesen. Es sind nur 70 Grad hier. Immer was Schönes, ja. Energie raus, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das ja gar keine Energie und